Herzlich willkommen zu Disney Infinity Part 3. Und ja, hier haben wir so ein kleines Rätselchen für euch. Nintendo-Fans wissen wahrscheinlich, was ist das. Also, ihr seht ja diese beiden Bauwerke da, so neben, vorne, bei beiden da, so unterschiedliche Farben. Und ihr sollt in die Kommentare schreiben, von was das ist, so beides und ja. Was, von welchem Spiel das ist. Ja, Nintendo-Fans wissen es wahrscheinlich und ja, auf alle Fälle, ja, wir werden, vielleicht werden ja immer so kleine Bauwerk-Rätselchen am Anfang von Part reinbauen, ja, ich weiß nicht. Ja, aber die werden auch vielleicht nicht so schwer sein. Ja, die werden nicht so leicht und nicht so schwer sein, also, das passt dabei für jedermann. Das war das habe ich noch gar nicht gebaut. Ich weiß. Geht drauf? Nein. Ich bin nur gerade beim Farbe wechseln. Hologramm. Nee, das sieht scheiße aus. Okay, aber lauf mal drauf. Nee, er fällt nicht runter. Warte. Irgendwas, was durchs Schloss passt. Nein. Also Stefan wird es, er beschäftigt sein, im Schloss auszubauen und dann wird er erstmal die kleinen Häuser bauen. Und so, ich werde wahrscheinlich als erstes mal das Schloss bauen und ja dann die Häuser. Ich will erstmal die kleinen Häuser bauen, weil das ist nicht so schwer. Erstmal das Leichte voraus. Stimmt. Also ja, wir machen dann eher meine Idee. Also wir bauen erstmal, also hier bauen wir dann halt durch ein Holzhäuser. Ja, so. Und dann tun wir noch kleine Einwohner hin. Ja, aber ich soll euch jetzt sagen, warum ich eigentlich eher das Schloss zuerst machen will. Warum? Weil sonst haben wir vielleicht nicht mehr genug Platz fürs Schloss. Stimmt. Ja, aber dann haben wir auch nicht mehr genug Platz, um das Ding zu machen. Als erstes halt das Schloss, weil das war doch eigentlich das Hauptding-Projekt für diesen. Ja, aber wir machen dann auch noch so eine Wand, wo man dann so hochspringen kann und dann ganz oben ist dann unser Zimmer. Na, so eine, ja, Zimmer. Wie wir das da gemacht haben. So auf einer alten Datei. Ja, haben wir das einmal gemacht. Ja. Also ja, also entweder, also ich gehe jetzt eher bei Stefan nach schon, weil ich mache jetzt gar nichts. Du kannst zum Beispiel ja... Ja, er kommt halt. Warte kurz. Lollipop. Also wenn sie jetzt C und dann hinter drückst, dann kannst du so rückwärts laufen. So. Was ich da blöd finde an dem Spiel, dass man jetzt nicht so auf sich selber werfen kann oder auf sich selber schießen. Ja, dass man zum Beispiel selbst groß, zum Beispiel, ich will Selbstmord machen. Wir können auch mal mit Baseball spielen. So, hey, das nächste, da machen wir so einen Sportclub. Nein, wir wollten ja diese Episode, wir jetzt noch einen Helikopterkampf machen. So ein Part A, oder? Und nach dem Schloss könnte unser Projekt doch dann so ein Sportclub sein, oder? Ja, okay. Weil ich frage mich da eigentlich, was wir gut sein sollen. Ein Sportclub? Ja, klar. Wir können da Fußball spielen. Können wir da auch Helikopter nehmen? Nein. Aber wir können da uns mit riesigen komischen... Stimmt, jetzt können wir da eigentlich mal Fußball spielen. Ja. Weil wir jetzt das riesige Ding haben. Also wenn ihr jetzt euch fragt, wie man jetzt Fußball spielen soll, da ist jetzt so ein riesen Ball und ein riesen Tor. Also das, da muss man normalerweise beide riesig sein. So nicht riesig, sondern wir beide sind klein und wir tun mit einem riesigen Ball spielen. Ja klar, weiß ich selber. Nein, das geht wirklich, das haben wir doch schon mal gemacht. Oh nein, das haben ich und ein anderer Freund gemacht. Nein, das war ich. Ja, und ich auch und Simon haben es doch auch mal gemacht. Ja, aber ich habe einmal mit dir auch mal gemacht. Ja, stimmt. Also,
Ja, warte, das passt so. Du. Halte mich fest. Ich halte mich fest. Und dann so. Dann so. Du. Oh oh, ich krieg Hunger. Gibt's hier Hunger? Hunger. Gibt's hier irgendwo ein McDonald's oder so? Muss man anhalten. Scheiße. Ich hab Hunger. McDonald's. Hey, ich wollte doch Burger King. Hey, geh einmal aus meiner... Einer aus meiner Klasse, gell? Da hat einer mal gesagt, der hatte Religion, hat die Lehrerin gefragt, wo ist Jesus geboren, gell? Da sagt er, McDonald's. Geil. Okay, jeder lacht sich den Arsch ab. Die Lehrerin macht das so. Was ist dann mit ihm passiert? Er musste zwei Wochen abschleppen oder so, zwei Dinge. Oh. Nö, was irgendwas, Ding, gar nichts. Der schreibt so oft Hausordnungen, ne? Das ist übertrieben. Okay. Bei meiner Schule ist es voll behindert. Wenn man einmal die Probe vergisst, dann muss man vielleicht den, extra Hausaufgabe oder so? Nein. Hausordnung? Ja. Autsch. Dann hätte ich die jetzt, weil bei der, auf deiner Schule, dann hätte ich die jetzt mindestens schon, sagen wir mal... Zweimal? 20 Mal. Übertreib. Nein, ich übertreibe gar nicht. Ich vergesse so... Ich vergesse so oft auf Schulaufgaben und so Zeugs. Ja. Ja klar, jetzt scheint wenigstens die Sonne, oder was? bei mir sieht es ein bisschen scheiße aus, weil die Sonne da nicht oh, steht. Stimmt. Warte, so, wir machen jetzt kurz eine Reloze. Jetzt geht es. Oder warte? Ja, das ist jetzt besser. Okay. Auf alle Fälle, warte. Also, kannst du mal so ein Tier oder sowas hinbauen? Also so ein Auto. Warte. Warte. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe what my time. Frosch! Frosch, Frosch! Hey, hasse dich! Froggy! Wo bist du? Hey, Froggy Man! Froggy Man! Hier ist ein Fröschchen. Fröschchen war weg. Warum tötest du? Warum quälst du Fröschchen so? Er hat dir doch gar nichts getan. Also jetzt springe ich und drück B. Bah, Astrid. Du weißt nicht, dass Mr. Incredible das bei mir dir macht. Warte, wo? Im wenigsten lässt sich Zirkus bin, oder was? Tschüssi. Okay, warte. Die Schlossaußenwand ist jetzt... Die Schlossaußenwand ist jetzt fertig. Scheiße. Was? Und ja, ich sehe gerade, also wir haben da noch 1,5 Minuten, deswegen, oh, wenn ihr gerade bei Tolga gesehen habt, da sind unsere Baukonstrukte auch so schwarz geworden. Ja, also hier bei mir sind jetzt die zwei Pilze so nochmal in Schwarzfarben. Ja. Warte, ich mache die wieder in Normalfarben. Und ja, nochmal für dieses kleine Rätselchen hin. Also, ja, wer die Antwort weiß... Du gerade gesagt? Ja. Ja, mein... Also, das ist jetzt ein Pilz. Nicht sagen! Aber das da? Das wissen sie nicht. Was kann das sein? Ja, du hättest es aber nicht auflösen sollen. Das ist doch ein Rätselchen. Das sollten wir doch erst im nächsten Part auflösen. Aber es ist jetzt Part gesagt. Zum nächsten Part hab ich. Zum nächsten Part auflösen. Immer. Naja, das wissen. Aber das da? Weil beides, es kann entweder das beide gleiche sein und hey, ich will was von diesem roten Pilz essen. Au. Aha. Ich will dich töten. Okay, jetzt veranstalten wir eine kleine Schlacht, oder? Nein, so jetzt sind nur 5 Sekunden, also bedanken wir uns fürs Zuschauen und sehen uns bei Part 3.